Die britische Küstenwache hat 20 Menschen von einem Schlauchboot im Ärmelkanal gerettet. An Bord waren 18 Albaner und 2 Briten. Die in Seenot geratenen Flüchtlinge wurden in der Nähe der britischen Stadt Dymchurch in der Nacht zu Sonntag unter Einsatz eines Rettungshubschraubers sowie englischen und französischen Rettungsbooten geborgen. Die Flüchtlinge hatten sich zuvor an Verwandte in Calais gewandt, die dort die Behörden alarmierten. Dort, wo dieser Junge steht, hätten sie ganz einfach aus dem Boot springen und ohne Ertrinken ans Ufer kommen können. Denn es war Ebbe gestern Abend und so eine klare Nacht. Es wäre ziemlich einfach für sie gewesen. Bereits am Dienstag wurde eine Gruppe von 17 Flüchtlingen aus Albanien und ein Brite, der wegen Mordes in Spanien gesucht wird, in einem britischen Küstenort aufgegriffen. Sie hatten zuvor mit einem Katamaran den Ärmelkanal überquert.